Freundin von Victor, wie klein die Welt doch ist. Ja, die ist wirklich klein. Zumindest die Welt von Secret of Mana. Und wo soll ich jetzt putzen? Oh, du armer Putzteufel. So, jetzt müssen wir irgendeine Wache ansprechen, damit wir weiterkommen. Ah ja, schon die richtige Wache angesprochen. Fantastisch. Wir warten auf den Rettungstrupp. Ihr auch? Da müssen wir auf Nein drücken. Also Nein. Im Norden ist die Westenstadt. Wüstenstadt El Oasis. Westlich davon der Feuerpalast. Okay, das müssen wir uns merken. Aber wir können... Ja, hast du einen Arsch offen oder nicht? Direkt in einem Spinnloch. Also das müssen wir uns merken. Hier ist die Stadt und westlich davon, also nicht in, von der Stadt, sondern wenn wir jetzt wieder nach unten gehen und dann nach Westen gehen, da befindet sich der Feuerpalast. Aber da können wir jetzt noch nichts machen, weil wir den Samen erst zurückbringen müssen, das weiß ich jetzt noch. Salim Alaikum in El Oasis. Das wird wohl heißen, herzlich willkommen in Oasis. Wahrscheinlich. Oh ja, erstmal über... Obwohl, Moment mal. Ja doch, die Kobolde braucht wieder ein paar Magiepunkte wieder. Ja, und wir haben bald die 90.000 Goldmünzen geknackt. Das ist geil. Ja, und wir haben gerade süß geschlafen. Ja, natürlich, speichern. So. Na, dann wollen wir mal das Dörfchen mal uns näher betrachten. Du siehst wie ein Händler aus. Jawohl. Sieht gut aus. Oh, neue Ausrüstung. Okay, dreimal die Waschbärmütze. Ja, die Waschbärmütze ist halt besser als hier die Goldkrone. Weil die Mütze hier mehr kostet, deswegen. Die Titanrüstung und die Goldweste. Natürlich ist die Goldweste besser. Wow, und das Zeug kostet. Aber naja, ich werde so oder so gleich wieder Geld farmen. Silberkette. Auch dreimal bitte. So, dann wollen wir mal die netten Charaktere mal umkleiden. Damit die höhere und stärkere Abwehr bekommen. Von 10 rauf auf 21. Ja, ist schon ein Unterschied. Und von 22 rauf auf 34. Ja, wir werden stärker. Man merkt es. So, dann das Mädchen. Also sprich Shushi. Und natürlich der René. Der darf ja nicht fehlen, ne? Oh, wir kriegen jetzt noch weniger Schaden. Fantastisch. So, und die alten Sachen verkaufe ich. Weil wir die ja auch nicht mehr benötigen. Deswegen. So. Die Federkappe. Oh, nur 72. Oh, das ist aber nicht allzu viel. Aber naja. Kleinmist macht auch viel, ne? Und 120. Naja, das ist schon eine etwas größere Summe. Und die Faunjacke. Wow, 450. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Ja. Und den Wolfsarmbahn 266. Naja, ist auch eine Zahl, ne? Wollen wir doch mal sagen. Wir haben zumindest schon mal die 79.000 wieder geknackt. Das ist gut. Na, dann wird wohl hier wahrscheinlich auch wieder Bertie sein. Kann das sein? Jawohl. Ich werde von hier fortgehen. Es ist viel zu heiß. Ja, ist logisch in einem Wüstengebiet, ne? Ist logisch, dass es da heiß ist. So, welche Waffen sollen erneuert werden? Ja, nur die Peitsche. Die Kettenpeitsche wird zum Schleimfliege. Lol. Okay, gut. Gibt's sonst hier noch irgendwas? Vesuvio, der Hüter des Feuerpalastes, ist entführt worden. Oh. Außerdem ist der Mana-Samen dort verschwunden. Ja. Sag ich doch, dass der Samen weg ist. Den dürfen wir nämlich erst wiederholen. Beim Bate des Propheten, ich, König Omar, habe ein Problem. Wir haben kein Wasser mehr und ein gewisser Victor hat mir erzählt, dass der Mana-Samen aus dem Feuerpalast im Westen gestohlen wurde. Ja, das ist ein
ernsthaftes Problem. Und wir müssen jetzt erstmal aus dem Wüstengebiet wieder verschwinden. Und ciao, Belly, wo wollt ihr für 50 Goldmünzen hin? Na, wir müssen jetzt zur Weihnachtsinsel. Ja. Jetzt wird's eisig. Ergeltet euch nicht. Auf der Weihnachtsinsel. Auf in die Kanone. Oh yeah. Italienisch zu reden macht richtig viel Laune. Oh yeah. Und jetzt kommt wieder eine tolle Kanonenfahrt. Fantastico. Und bumm. Ja. Und wumm. Ja, heute mache ich mal eine Ausnahme. Heute mache ich mal 3 Bosse, weil ich will das Eisgebiet ja auch komplett aufnehmen. Das habe ich mir vorgenommen. Ja, und ich glaube, die Sachen hier sind genau die gleichen wie auf in der Wüstenstadt, ne? Aber ich gucke nochmal. Sicher ist sicher. Ja, sind die gleichen Sachen hier. Gut. Ja. Ach nee. Ich hole erstmal den nächsten Elementgeist, bevor ich hier die Peitsche trainiere. Ja. Oh, hier gibt's. Ah, lass mich ran. Bertie. Ja, fantastisch. Du bist überall, Bertie, weißt du das? Hallo, verdammt kalt hier, oder? Ja. Erst war es dir gerade zu warm. Und jetzt ist es dir zu kalt. Ah. Bertie, du machst Sachen mit uns. Und hier sind Walrosse. Fantastisch. Ich bin der Schmied vom Schneedorf. Schafft mir diesen Bertie weg. Nein, warum? Auch wenn du der Schmied hier von der Weihnachtsinsel bist, aber trotzdem. Und hier gibt's Schneemänner. Toll. Und die tolle Musik wieder. Die Dorfmusik. Super. Im Kristallwald lebt ein seltsamer Typ, der mit seinem Rentier spricht. Kennen wir eine Person mit einem Rentier? Wird wohl der Weihnachtsmann sein, ne? Oh ja, und jetzt sind wir hier auch schon im Kristallwald. Mit... Moment mal, wie heißen die? Mit den Frostkötern. Wow. Epischer Name. Und jemand hat... Ah ja, Schulche hat Level 28 erreicht. Fantastisch. Die machen auch nicht mehr allzu viel Schaden. Fantastisch. Ja, ich sag ja, es lohnt sich wirklich, wenn man hier trainiert hat. Ein bisschen. Ja, und wir verabreichen auch ganz schön Schaden. Ja, das gefällt mir. Also bis jetzt ist alles im grünen Bereich. Ah, das war jetzt unklug. Shitte. Ja, mach halt Efeu-Mantel. Ja, natürlich auf René. Ja. Super. Jetzt bin ich nämlich verlangsamt. Da. Oh, wir bewegen uns jetzt ganz schön nahe. Ich habe nur, Gott sei Dank, für eine kurze Zeit. So. Und hier kann man so gut trainieren und leveln. Und das werde ich hier auch gleich offscreen machen, wenn ich hier den nächsten Elementgeist bekommen habe. So. Frostkötern. Ihr seid keine Gefahr für uns. Aber ihr haltet ganz schön was aus. Ja, kommt. Kommt, kommt, kommt. Ja, greif mich halt an. Machst du schon richtig. So. Und der nächste hat schon ein Level up. Und zwar der nette Slugsy. Fantastisch. Geil. Ah ja, und da haben wir schon das eine Rentier. Rudolf. Ich bin so alleine. Mein Herrchen ist verschwunden. Wahrscheinlich hat das Monster im Eispalast mein Herrchen aufgefressen. Ja, und da müssen wir auch hin. Im Eispalast. Und hier ist eine Truhe. Geil. Und was ist drin? Oh, Lanzenorb. Geil, dann können wir die Lanze auch gleich bis Level 4 trainieren. Geil. Ja, ist zwar wieder ein bisschen Arbeit, aber macht nichts. Das tue ich gerne für euch. So, und hier geht's wieder weiter. Mit Frostkötern. Ha, wenn wir so angreifen, dann ist das fantastisch. Ich glaube, hier ist das Reisebüro wieder, ne? Ja. Aber da wollen wir erstmal nicht hin.
Wir müssen erstmal hier das Gebiet. Wow, 234 als Crit, ey. Wir müssen jetzt hier erstmal weiter. Ja, von wo kommst du denn jetzt auf einmal her? Von oben. Nee, nee, nee. Ein Überraschungsangriff pur. Ganz ehrlich. So, wir gehen mal noch weiter nach unten. Oh, neue Gegner. Geil. Das ist die sogenannte Lanzenkooper. Ach ja. Da kommen Erinnerungen von Yoshi's Island wieder hoch. Ja. Was ich auch Let's Played habe. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich hoffe, es hat euch auch natürlich Spaß gemacht, meine Lieben. Ja, der Igel kackt uns wieder an. Das ist super. Oh, ja, sei halt Hardcore-Frostköter. So. Ja, und die können ihr Panzer rollen. Fantastisch. Oh, jetzt kommt da schon wieder ein Frostköter. Toll. Hallo, nimm doch mal Schaden, Igel. Danke. So. Boom. Und tot. Ja, so muss es laufen. Na komm, den machen wir auch noch ganz schnell. Oh, natürlich mit Igel. Ja, okay, komm. Dann machen wir den Igel auch noch, wenn es sein muss. Ja, ihr könnt auch mal angreifen. Danke, meine Kollegen. So. Ja, ich gehe immer von oben nach unten. Ich weiß auch nicht, warum. Oh, die Wolken. Die Wolken sind blöd. Die, ja, die Halkewolke. Weil wir die nur mit dem Zauber töten können. Ja. Mit normalen Waffen können wir leider nichts ausrichten. Die müssen wir mit dem Zauber eliminieren. Aber naja, macht schon enormen Schaden. Ah ja, noch eine Wolke. Ja, muck halt auf, Wolke. Aber gut, dass sie langsam sich fortbewegen. Ah ja, und die tropfen sehr oft Walnüsse. Ja. Ja, das ist gut. So, na, dann wollen wir mal. Und noch eine Wolke. Ja. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja genügend Zauber noch. Ja, danke. Ja, und der da oben wird schon richtig hardcore. Der riecht uns schon. Er hat uns zum Fressen gern. Und die Kollegen, seine Kollegen auch hier.